All right, welcome back. Next up, we have Frank again, and he's joined by Felix, and they're going to give us something that I'm sure you've been waiting for all year, the Fnord News Review. So give them a hand, folks. Ja, herzlich willkommen zur Fnord News Show 2006. Dieses Jahr haben wir nur die guten Nachrichten, nachdem wir letztes Jahr beschimpft wurden, dass wir irgendwie nur dieses depressive Zeug haben. Haben wir uns dieses Jahr zumindest ein bisschen zusammengerissen. Ja. Was im Übrigen gar nicht so einfach war. Also wir hoffen, dass es dann auch gewürdigt wird. Die Bundeswehr ist ja dieses Jahr eines unserer Lieblingsthemen. Sie ist ja sträflich vernachlässigt worden aufgrund all der internationalen Ereignisse. Unsere Kanzlerin hat da sich viel Mühe gegeben, ihre Gesichtszüge unter Kontrolle zu halten, als sie die und sie probt auch schon mal den Verteidigungsernstfall. Aber so alle militärischen Waffengattungen sind dann doch nicht so ihr Ding. Man muss auch sehen, die Bundeswehr. Also das ist durchaus auch im Interesse des Verbrauchers, wenn die Bundeswehr einschreitet. Das sieht man besonders gut bei unserem Einsatz in Afghanistan. Und wenn man sich mal ansieht, wo in Afghanistan das Opium angebaut wird, dann versteht man auch, wieso die Bundeswehr hauptsächlich im Norden aktiv ist. Wir haben das dieses Jahr daran sehen können, dass in Afghanistan der Opiumanbau also deutlich gestiegen ist. Also der Opiumanbau in Afghanistan war dieses Jahr 30% größer als der Gesamtweltbedarf. So. Das führte dann. Und es geht ja nicht nur um den Anbau, es geht auch darum, dass das geerntet werden kann, ohne dass man sich vor irgendwelchen Terroristen fürchten muss und dass das gut transportiert werden kann. Und man muss sagen, es war ein durchschlagender Erfolg, was auch sich bei den anderen Staaten bemerkbar macht, die da im Einsatz sind, zum Beispiel in den in England, im Vereinigten Königreich. Da ist es mittlerweile so, dass Heroin billiger ist als Haschisch. Da gibt es ja noch so Sonderangebote. Und um halt die Kundenbindung zu erhöhen, gibt es auch noch mehr Sonderangebote. Man kriegt ja noch ein bisschen Crack sozusagen dazu. Also wir finden, dass die Bundeswehr und auch die anderen NATO-Kräfte durchaus was fürs Wirtschaftswachstum tun. Das erklärt auch, warum wir überhaupt in Afghanistan sind. Denn im Grunde. Ich meine, der ein oder andere hat sich vielleicht gefragt, was tun wir da eigentlich? Wir fördern die Wirtschaft, so ist es. Genau. Bleiben wir grob in der Gegend. Wir haben ja so in den Medien immer wieder so Bilder von den iranischen Atomanlagen. Das war letztes Jahr, der ein oder andere nähert sich hoffentlich. Genau, also wir hatten da so zwei klassische Merkmale so. Also einmal die Bekleidung und zum anderen die Sicherheitseinrichtungen. Und, so, wir bitten noch auf die Nummer zu achten. Auf die Nummer des Fasses zu achten. Dieses Jahr gab es noch so ein Bild zur Illustration des iranischen Atomwillens. So, und wir sehen, es muss sich offensichtlich um eine dreiste Fälschung handeln. So, zum einen ist die Fassnummer dieselbe und zum anderen, wo ist die Küchenrolle? Und wir haben halt aus sicherer Quelle die Fassnummer auch korrigieren können. Ja. Kann man es lesen? Ah ja, man kann es lesen. Ja, es geht bei Hightech ja nicht nur darum, dass die Ergebnisse stimmen, sondern man muss auch auf dem Weg dahin gut aussehen. Und daher hat sich auch der Herr Ahmadinejad filmen lassen, wie er die Atomanlagen inspiziert. Und damit er sich ein bisschen von den Fachkräften, die wir eben gesehen haben, abhebt, haben sie ihm Türkis gegeben. Wir fanden, es steht ihm so gut, das wollten wir dann auch mal. Genau. Zeigen. Also die deutschen Geflügelzüchter sind noch ein bisschen hinterher, aber sie haben so ein paar Grundprinzipien schon übernommen von den. Es geht in die richtige Richtung. Genau, also so die brauchen halt keinen Artenschutz, das wissen wir ja schon. Da ist halt nur für die Experten so. Das ist übrigens nicht nur die Bauern, sondern der öffentliche Dienst arbeitet auch daran. Es gab also die Geschichte bei der Vogelgrippe auf Rügen, da wurden dann 1 Euro Fachkräfte eingesetzt, um den Strand nach totem Geflügel abzusuchen, und denen hat man also auch keinerlei
Schutzsachen gegeben am Anfang. So, ist halt die Frage, ob die Schutzsachen nur für die Kamera waren oder nicht. Aber wir wollten ja nicht negativ wollen. Genau. Noch ein positives Beispiel für den Einsatz der Bundeswehr war wiederum auch im Kontext der Vogelgrippe. Die wurden halt in Rügen eingesetzt. Wir haben hier ein authentisches Foto. Um nach toten Geflügel zu suchen. Sie stellten dann leider fest, dass man auf Standbildern totes von lebendem Geflügel noch schlecht unterscheiden kann. Und auch so Schneefelder so ein bisschen problematisch sind, weil man kann die auch nicht so richtig unterscheiden auf den Fotos. Ja. Ja, also es gab eine wunderbare Geste der Freundschaft und Völkerverständigung diesmal zwischen Herrn Chavez und den USA. Und zwar gab es da letztes Jahr gewisse Verstimmungen, wo Agenten des DEA von Venezuela versehentlich, es war bestimmt ein Missverständnis, für Agenten gehalten wurden, die da Industriespionage und Regierungsumsturz betreiben sollten, wurden rausgeschmissen. Chavez hat die Botschaft durchsucht und das Abhörequipment beschlagnahmt. Und nachdem sich das jetzt alles als Missverständnis herausgegeben hat, hat Chavez es also zurückgegeben bei einer freundlichen Zeremonie. Nachdem sie ein Jahr Zeit hatten, es sich genau anzusehen. Ja, die Wissenschaft fasziniert uns ja immer wieder. Dieses Mal auch die Medizinstatistik. Man kann sowas auch mal so wunderschön visualisieren. Wir haben hier eine Karte der Vereinigten Staaten von Amerika. Und was da dargestellt ist, ist die Belastung des Bodens und der Gewässer durch die Rückstände aus oberirdischen Nukleartests in den 60ern und 70ern. Und da finden sich lustige Korrelationen. Dann haben wir zum Beispiel hier eine Karte, die auf demselben Gebiet darstellt, wer denn so alles irgendwelchen Religionen anhängt und wie viel. Und komischerweise passen die ziemlich gut zusammen. Und dann haben wir auch noch eine Karte der Wahlergebnisse. Und irgendwie scheint sich da so eine fiese Korrelation zu ergeben zwischen alles. Es gab vor einigen Wochen im Irak, also wir haben eigentlich gesagt, den Irak wollen wir nicht weiter erwähnen, weil das haben eher alle in den Massenmedien verfolgt, aber es gab im Irak, diesen Präsidenten wir hier übrigens sehen, gab es eine schöne Geschichte, dass ein paar iranische Diplomaten in den Irak gekommen sind, um mit der neuen irakischen Regierung Friedensverhandlungen durchzuführen. Und da ging es eben darum, es gibt ja gegenseitige Vorwürfe, dass sie sich im Grenzgebiet gegenseitig zu destabilisieren versuchen und Waffen liefern und so. Und da kam dann also eine offizielle Diplomatendelegation, wo auch hochrangige Militärs dabei waren aus dem Iran in den Irak. Und die sind also sofort von Amis verhaftet worden, ohne dass der Präsident also auch nur gefragt wurde. Und er zeigte sich dann wenig begeistert davon. Also man beachte den freundlichen Gesichtsausdruck. Ja, wir haben ja alle dieses Jahr diesen schönen Film V for Vendetta gesehen, der viele inspiriert hat, unter anderem auch einen taiwanesischen Abgeordneten, der in diesem Aufzug, also mit einer V for Vendetta Maske und Tränengasspray und einer Elektroschock-Dings da in einer Parlamentsdebatte ging, man beachte, gegen ein Gesetz zu protestieren, das die Anschaffung neuer Waffen beinhalten sollte. Und er hat interessanterweise hat es mit dieser Aktion geschafft, tatsächlich dieses Gesetz zu verzögern, weil dann waren halt alle total konfus, sie haben ihn verhaftet und nannten dergleichen Dinge mehr. Also der ist in seiner letzten Legislaturperiode, der Mann ist also kurz vor der Rente, der hat nichts mehr zu befürchten. Genau. Der hat da wirklich Tränengas versprüht und das sind also tatsächlich Live-Bilder, haben wir nichts gefotoshoppt. Ja, würden wir nie machen. Ja, wir haben ja immer bei der FNOT News Show den Balls of Steel Award und der geht dieses Jahr zumindest zum Teil auf jeden Fall an den Kommandanten eines chinesischen U-Boots, der es tatsächlich geschafft hat, so praktisch in Sichtweite hinter einem amerikanischen Flugzeugträger herzufahren. Man muss dazu wissen, so eine amerikanische Flugzeugträgergruppe hat in der Regel so einen 300 Kilometer Radius, den sie als ihren betrachtet und da wollen sie nichts anderes haben. Und alles, was sich in diesen Radius reinbewegt, wird erstmal bekämpft oder abgedrängt. Und die haben es halt geschafft, wirklich direkt hinter diesen Flugzeugträger zu fahren, um dann aufzutauchen und zu winken, bevor sie wieder abdrängen. Was tut man nicht alles für die Völkerverständigung? Ja. Ja, die nächste Meldung wird bestimmt vor allem die Österreicher freuen, denn die ist noch aus dem Winter. Ja, das Atomkraftwerk Temelin liegt ja da so am tschechisch-deutschen, österreichischen Grenzgebiet und es ist halt schon ein bisschen rottig. Und im Winter ist es abgeschaltet worden, weil
also was eigentlich immer alle wollten, aber es wurde abgeschaltet, weil da ein Thermometer kaputt gegangen ist. Und wir haben dann irgendwie lange recherchiert, um rauszubekommen, also man sieht hier, wie es abgeschaltet ist, da ist die Anzeige auf 0%, im Vordergrund der Reaktor. Und also so haben wir dieses Bild interpretiert. Und es ist uns dann tatsächlich gelungen, das neue Thermometer des Atomkraftwerks auch aufzufinden. Ja, also Wirtschaftsindikatoren sind ja eine spannende Sache. Und eine Sache, wo einige Leute dieses Jahr den Verdachtsmoment geäußert haben, dass da eine Korrelation geben könnte, sind die Bush Approval Ratings und die Benzinpreise. Und wir haben das hier mal rausgesucht und übereinander gelegt. Und was also auffällt, ist, dass es da eine starke Annäherung gibt, als die kurz vor den Midterm-Elections ging, also der Benzinpreis deutlich runter. Und sofort ging das Approval Rating deutlich hoch. So, und die interessante Frage, warum ging denn der Benzinpreis eigentlich runter? Und der Benzinpreis, denkt man ja, ist so abhängig von Verbrauch und wie viel so vorhanden ist und wie viel durch die Raffinerien durchpasst. Nee. Der Benzinpreis ist gefallen, weil Goldman Sachs, einer der großen Finanzfirmen auf diesem Planeten, einen Index, in dem Rohstoffe bewertet werden, anders gewichtet hat. Sie haben halt einfach gesagt, in diesem Index ist zukünftig Benzin weniger wichtig. Was dazu führte, dass alle anderen, die diesen Index tracken, indem sie ihn einfach nachbilden, also man hat dann irgendwie so und so viele Tonnen Kupfer, so und so viel Benzin und so weiter und so fort, Benzin verkauft haben und dadurch den Benzinpreis gesenkt haben. Dass der neue amerikanische Finanzminister zufällig vorher bei Goldman Sachs war, hat damit natürlich genau gar nichts zu tun. Ja, das sind dann ganz normale Börsenmechanismen. Das wird eben nicht tatsächlich am Markt ausgehandelt, der Preis, sondern das passiert an Börsen. Da gibt es einen Market Maker, der dafür sorgt, dass Liquidität am Markt ist und den Index bestimmt. Und das ist in diesem Fall eben Goldman Sachs. Ja, wir interessieren uns also nicht nur für die Meldung an sich, sondern auch für Bilder zu den Meldungen. Und da gibt es eben manchmal Momente, die wir besonders auszeichnungswert finden. Und der Kreativitätspreis dieses Jahr geht eindeutig an NTV. Die haben also wunderbare Bilder gehabt. Dieses Tsunami-Bild, also besonders offensichtlich live vor Ort gemacht worden, man sieht das ganz klar. Denn die Illustration für diese Fische ist auch vollkommen selbstverständlich. Besonders schön fanden wir dann noch dieses auf der Autobahn überrollt. Dann war offensichtlich nicht mehr genug Footage im Archiv, da musste der Redakteur selber ran. Und der absolute Höhepunkt der Kreativität war, als der Stromausfall in Pakistan war. Also wir versuchen ja immer Einfluss auf den Bundestag zu nehmen und mehr oder weniger erfolgreich. Und dieses Jahr gab es mal eine Nachricht, das können wir durchaus hier stolz verkünden. Genau, also wir gucken uns ja immer diese Dokumente an, unter anderem auch die Dokumentenschlüssel. Und irgendwie müssen die uns langsam verstehen, weil sie haben es tatsächlich geschafft, den Geheimschutz mit der richtigen Nummer zu versehen. Ja, also eine andere Sache, die in diesem Jahr natürlich wieder voll am Kommen war, waren diverse Freihandelsabkommen und die, insbesondere Südamerika ist da im Moment der Brennpunkt und da gibt es also mal mehr und mal weniger begeisterte Aufnahme. Aber was man auf keinen Fall absprechen kann, ist, dass die mit der nötigen Energie betrieben werden. Also es gab da auch eine wunderbare Bildunterschrift auf BBC, da haben sie so ein ähnliches Bild gezeigt und da stand dann drunter, die Bevölkerung hätte sich nur verhalten über die Maßnahmen gefreut. Also es ging ja konkret darum, dass unter den neuen Freihandelsabkommen die Straßenhändler von sogenannten Raubkopien halt plötzlich keine Ware mehr bekommen sollten und dann angefangen haben, ihrem Unmut. Das ist halt ein Wirtschaftszweig da, ja. Hier wird das gerne unter den Teppich gekehrt, aber ja. Wir hatten es gerade eben schon, Wahlbeobachten ist halt eine wichtige Sache, weil es hat auch tatsächlich Erfolge so. Wir haben jetzt gerade in Weißrussland, haben wir den Präsidenten Lukaschenko, der sagte so, wenn da so Wahlbeobachter sind, dann muss man schon mal ein bisschen was tun. Ja.
Ja, und wenn wir schon dazu aufrufen, dass man Wahlbeobachter wird, dann sollten wir uns auch an die hohen Standards der Europäischen Union halten. Und da haben wir dieses Jahr ein paar Dokumente gefunden. Da standen dann so Sachen drin, wie, dass die Reporter, die Wahlbeobachter auf keinen Fall Foto- oder Videoaufnahmeequipment einsetzen oder auch nur besitzen dürfen. Genau, und sie dürfen sich auch nicht während des Abstimmvorgangs im Wahllokal aufhalten. Sie dürfen keine offiziellen Wahlunterlagen anfassen und sie dürfen der Auszählung nicht beiwohnen. Nur falls sich irgendjemand fragte, wie die Wahlbeobachtungsergebnisse der EU-Kommission in Mexiko zustande gekommen sind. So. Ja. Also glücklicherweise ist das noch keine gesetzliche Einschränkung. Das heißt, wer in seiner Freizeit in Deutschland eine Wahl beobachten will, der kann auch durchaus einen Fotoapparat dabei haben und Leute befragen. Ein paar höhere Standards setzen, ja. Also nachdem ich dieses Dokument gelesen hatte, war mir ehrlich gesagt ein bisschen schlecht, weil ich dachte immer so, Wahlbeobachtungsmissionen, da müsste doch eine gewisse Reputation dahinter stehen, aber es handelt sich offensichtlich um Vergnügungsreisen für die Genossen Abgeordneten. Ja, wir haben auch ein paar Meldungen zu den USA. Eine der beunruhigendsten war, dass der im Repräsentantenhaus und im Senat mittlerweile ein Gesetz unterwegs ist, das Wettermodifikationen von Einschränkungen befreit. Man muss dazu wissen, es gibt eigentlich internationale Konventionen dagegen, gegen großflächige Wettermodifikationen. Die USA finden offensichtlich, dass angesichts der Klimakatastrophe, da muss man ja mal was tun. Böse Zungen behaupten, sie wollten nur im Nachhinein das legalisieren, was sie die letzten 50 Jahre getan haben. Das ging auch plötzlich ganz schnell, die Abstimmung nach Katrina. Da waren sich die Leute dann einig, dass man da eingreifen sollte. Naja, also der, nur falls ihr mal wieder komisches Wetter seht, so mal gucken, ob ihr vielleicht in der Nähe von der US Airbase seid oder so. Ja. Ja, unser Verteidigungsminister, der rockt ja total. Weil, ich meine, guckt ihn euch an, so. Der weiß, wo es lang geht. Der strahlt Kraft aus. Der hat klare Prioritäten und der macht coole Sprüche. Der würde nie irgendwelche billigen Fotooperationen durchführen. Das war die Aussage des, unseres Verteidigungsministers zum Thema, lasst uns doch mal einen schönen Strand im Kongo dazu erobern. Wobei ich ja finde, dass dieses Zitat sich auch ganz gut auf Deutschland anwenden ließe. Ja, Trends, genau. Wir haben zwei Megatrends. Erstens, in England wird gerade angefangen mit Roadkill zu kochen, also dem Zeug, was so an den Straßen rumliegt. Weil der Koch sagt halt, naja, wenn es halt weniger als 24 Stunden tot ist, ist es de facto frisch. Und man hat da durchaus irgendwie Vitamine und die sind gut ernährt, diese Viecher, und frisch tot sind sie auch. Also immer einen schönen Beutel mit dabei haben für den Kofferraum. Und keine Schrotspuren. Genau, keine Schrotspuren. Und der ADAC bemerkte dazu, ja, dass die Zeitumstellung, ihr wisst ja, ich habe so ein bisschen was gegen diese Zeitumstellerei, dass die zu mehr Wildunfällen führt. Das heißt also, wir können sozusagen uns alle für die nächste Zeitumstellung zu einem schönen Wildessen verabreden, wenn wir dann alle ein bisschen unterwegs gewesen sind. Ein bisschen aufpassen, manchmal liegen da auch größere Brocken. Dann deine. Ja, bei der Bundeswehr gibt es ja gelegentlich neue Direktiven, die wir für besonders erwähnenswert halten. Und in diesem Jahr ging also die Meldung raus, die von der Bundeswehr an die Waffenzulieferer, die sollen nochmal bitte Waffensysteme bauen, die leichter zu bedienen sind, weil man müsse jetzt mangels Rekruten die Standards ein bisschen senken. Und da haben wir mal ein paar Bilder rausgesucht von den momentanen Rekruten. Ja, und wenn man dann darüber nachdenkt, dass Leute mit geringeren Standards die Waffensysteme bedienen sollen, da ist vielleicht so ein bisschen... Ja. Auf der anderen Seite ist so ein Waffensystem auch nicht unbedingt offensichtlich und einfach. Wir haben immer so einen Plan von einer, ist das eine Heckler & Koch? Genau, lustigerweise die chinesische Anleitung. Ich weiß nicht, ob die da schon nachgebaut werden oder was auch immer. Oder japanisch, Entschuldigung. Ja, ja, also die Rüstungsindustrie nimmt halt diese Herausforderung an. Das ist die gute Nachricht so. Wir haben da dieses schöne Projekt mit den Fregatten der deutschen Marine. Und zwar sind es hochkomplexe moderne Dinger, so wie man sieht, so mit irgendwie viel Radar und Antennen und so. Und die beinhalten ein Feuerleitsystem. Und dieses Feuerleitsystem, also dieses gesamte Fregattenprogramm, wird in der Kooperation mit den Niederlanden hergestellt und kommt halt das Feuerleitsystem aus den Niederlanden. Der
Ja, die drei Fregatten, die da gebaut wurden, die können momentan nicht eingesetzt werden, weil, naja, das Feuerleitsystem, das tut halt noch nicht so. Und so sieht das halt aus, dieses Feuerleitsystem, ist halt so mit viel Elektronik und so. Und wo ich dann danach googelte, nach diesem Feuerleitsystem, fand ich, dass sie dieses System als Beispiel genommen haben in einem Paper für verkackte Softwareprojekte. Und zwar spezifisch Softwareprojekte, wo innerhalb großer Kooperationen verschiedene Feature-Versionen aus einem großen Softwarestamm abgeleitet werden müssen. Da standen so Sachen wie, naja, also diese Sache mit der Spezifikation war so ein bisschen unklar, Management fand im Wesentlichen nicht statt, Feature-Creep gab es die ganze Zeit und ja, also sei halt ein Beispiel dafür, wie man es halt nicht machen sollte. Also nun ist es ja bei internationalen Waffenkooperationen immer so, dass jedes Land sich so ein bisschen abheben will, das kennt man ja aus dem Kommerzsektor, im Militär ist das noch ein bisschen ausgeprägter. Und so ist es eben so, dass jeder Fuzzi, der da mitgearbeitet hat, auch die Firmen, die Beteiligten, haben also nochmal eine Spezialversion gebaut, die also nochmal ganz besonders jetzt irgendwie niederländisch ist und da ist dann viel nur ein kleines Schräubchen mehr drin. Und das hat eben, genau, und das hat eben komplett zum Desaster geführt von diesem System und die liegen also jetzt alle im Hafen, diese Fregatten. Genau. Was schade ist, weil wir erstmalig einen richtig schönen Marineeinsatz hatten. Ja, genau. Konnten sie nicht mitnehmen, weil ging halt nicht. Tja. Ja, also wir haben es ja mit einer weltweiten Energiekrise zu tun, die Benzinpreise steigen, auch Beleuchtung kommt ja letztendlich irgendwo aus dem Öl und so hast du uns ja gefreut, diese Meldung zu sehen, da gibt es nämlich im Dunkeln grün leuchtende Schweine und das ist jetzt nicht nur für den Bauern und die Agrarwirtschaft eine gute Nachricht, sondern da kann man sie eigentlich auch gleich ein Beispiel dran nehmen im Militär und das hat also das australische Militär hat Körperpanzer in den Irak geliefert, die in Nachtsichtgeräten besonders grün leuchteten. Und wir sagen, gute Idee. Genau, also der Fortschritt. Synergieeffekte in der Wissenschaft. Also sie hatten auch noch rostende Schutzhelme und die Schutzwesten selber rissen in der Hitze. Also nein, die haben auch keine Version für Frauen gehabt. Die mussten dann halt zwei Nummern größer tragen, damit es an den Hüften passt. Und dann haben die Ärmel, die Hände nicht mehr aus dem Ärmel geguckt. Also ganz großartiges Projekt. Ja, vorhin hatten wir ja gerade die Forderung, so deutsche Politiker müssen transparenter werden. Um zu sehen, dass es da auch durchaus interessante Dinge zu sehen gibt, haben wir mal Roland Koch herausgepickt. So einer unserer tollsten Politiker, die wir so haben. Ein echter Sympathieträger. Genau. Also schaut ihn euch an, ihr würdet doch bestimmt einen Gebrauchtwagen von ihm kaufen. Ja, und der fährt gerne ein bisschen schneller, beziehungsweise seine Personenschützer. Und bei der Gelegenheit hat dann sein Innenminister entschieden, dass Personenschützer selber entscheiden können, wann sie Geschwindigkeitsübertretungen machen. Das war in diesem Fall nur 70 km/h über den Erlaubten. Und die Begründung war, dass die Sicherheit der beschützten Menschen dabei natürlich Vorrang haben müsse. So, das heißt, ab jetzt nicht mehr mit Chauffeur fahren, sondern mit Sicherheitsbegleitung. Genau. Ja, der. Wir haben letztes Jahr den Rohstoffkrisentrend eigentlich relativ akkurat vorhergesagt, dass es dieses Jahr total explodiert. Es gab so viele Meldungen, dass wir nicht mal versucht haben, die zusammenzustellen, aber eine war eben besonders lustig. Da ging es nämlich um die US-Münzen. Bei denen ist es jetzt so, dass die Nickels und die Pennies, also das sind die 5 und die 1 Cent Münzen, da ist eben der Materialwert inzwischen höher als der tatsächliche Wert der Münzen. Da spielt jetzt auch der abstürzende Dollar so ein bisschen eine Rolle. Wir haben hier mal die Komponenten rausgesucht und die Preise davon geplottet über 5 Jahre jeweils. Also man sieht, da kann man schon was mitmachen und da sah sich dann die US-Regierung praktisch genötigt, ein Gesetz zu erlassen, dass man diese Münzen nicht mehr im Bulk ausführen darf. Genau, und einschmelzen darf man sie halt auch nicht, weil ein Nickel, also der 5 Cent nominell Wert, ist mittlerweile ungefähr 7 Cent Materialwert wert und ein Penny, der ungefähr, also 1 Cent wert ist, ist 1,12 Cent. Das heißt also, wenn man das ein bisschen betreibt im größeren Maßstab, dann kann man da schon ordentlich Rohstoffe gewinnen. Ja, Stichwort Aufschwung. Griechenland hat neue Rekorde erzielt im Wirtschaftswachstum. Sie hatten das kleine Problem, dass sie bei den EU-Defizitregulierungen ein bisschen drüber waren, so naja, ein bisschen halt. Also es ging auch um den Stabilitätspakt, da geht es eben darum, wie viel Schulden man im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt macht. Genau. Und das Bruttoinlandsprodukt war halt nicht groß genug, um da die Schulden zu rechtfertigen. Und so haben die Griechen einen sehr interessanten Trick gefunden, um ihre Buchhaltung da ein bisschen abzudaten. Genau, weil so eine Wirtschaft ist ja immer größer, als man denkt. Und ja, also da gibt es Effekte, an die man gar nicht denkt, wenn man da. Und zum Beispiel dachten die Griechen, okay, also Prostitution ist in jedem Fall ein Wirtschaftszweig, können wir mit reinrechnen. Da gibt es nun keine genauen Zahlen, also haben die Griechen das so ein bisschen überschlagen. Grob geschätzt. Schmiergelder, auch ein super Wirtschaftszweig. Können wir mit reinrechnen.
Zigarettenschmuggel, nehmen wir mit rein. Hey. In Summe 25% haben sie aufgeschlagen auf ihren Bruttoinlandsprodukt und haben gesagt, für die Schattenwirtschaft. Und damit kam das dann mit der Neuverschuldung und dem Stabilitätspakt wieder hin. Genau. Und bei der Gelegenheit... Bei der Gelegenheit stellen sich ja zwei Fragen. Erstmal, wie sind die überhaupt in den Stabilitätspakt reingekommen? Und da kam raus, die Zahlen waren gefälscht. Und die andere Frage ist, ja, das ist, was macht die EU jetzt? Da werden doch bestimmt furchtbare Sanktionen verhängt. Und was ich also fast am schockierendsten fand an der Sache, dass dann praktisch die Ansage kam, naja, das hat nicht völlig keinen Präzedenzfall, denn die Niederlande haben sowas Ähnliches auch schon mal gemacht. Ist halt nicht ungewöhnlich. Genau, also Bananenrepublik EU. Genau. Hervorragend. Ja, wir wollten eigentlich nicht so viele Irak-Sachen machen, einfach ist doch geworden. Ja. Also die Meldung, da konnten wir nicht dran vorbei. Genau, Wirtschaft ist manchmal auch nicht kontrollierbar an externen Faktoren ausgesetzt und normalerweise ist das so, dass man dann eben neue Leute einstellt, wenn da welche verschwinden oder abhanden kommen. Aber es gibt manchmal in manchen Ländern, wie im Irak gerade, nimmt das Ausmaße an, wo sich dann auch Firmen, die ansonsten nicht so zimperlich sind, lieber das Geschäft kneifen. Also und ich meine Kroll... Also Kroll und Bechtel, das sind so die Leute, wenn ihr Doom mal gespielt habt, also die Leute, die da als Marines hingeschickt werden, die kommen von Kroll und Bechtel. Das genau, so also Kroll baut diese in Doom diese Military Labs und Bechtel baut die Labs und Kroll. Genau, Bechtel baut die Labs und Kroll machen die Security Guards. Genau, also das sind die Leute, die gehen weit nach dem Roten Kreuz normalerweise. Und die Leute haben sich aus dem Irak zurückgezogen. Genau. Und nun sollte man denken, naja, wenn die weggehen, dann gibt es da bestimmt auch keine Korruption mehr, dann kann man auch den Auditor abziehen und auf die Idee sind auch die Amerikaner gekommen. Da gab es ein Independent Auditing Office, die haben einige sehr schöne Skandale aufgedeckt in den letzten Jahren und da war dann plötzlich das Gesetz nicht verlängert worden, was denen das Funding gestellt hätte. Und ich, also der Zusammenhang ist offensichtlich bestimmt, ist ja auch gerechtfertigt. Dann haben wir noch einen Hightech Darwin Award für dieses Jahr. Eigentlich kein richtiger Darwin Award, aber anyway, wir dürfen ihn auch nicht verleihen, wir sind nicht die Darwin Awards. Aber er hätte ihn verdient. Und zwar Kobe Alexander ist der Ex-CEO von Comverse. Comverse ist eine Firma, zu deren Imperium auch die Firma Verint gehört. Und Verint ist der weltweit größte Anbieter von Abhörequipment. Und dieser junge Mann ist gerade auf der Flucht vor, naja, so ein paar Aktienskandalen in den USA und hat sich erwischen lassen in... Wer sollte vielleicht sagen, die haben eine Marktabdeckung von wie viel, 80%? Ja, also so ungefähr alles. Die ownen den Weltmarkt im Abhörequipment. Genau, und genau dieser junge Mann hat sich dabei erwischen lassen, auf der Flucht wohlgemerkt, wie er einen Skype-Call in Colombo, Sri Lanka machte, woraufhin sie dann halt festgenagelt haben. Also ich meine, wie dumm kann man eigentlich sein? Ja, also ausgerechnet als man der sollte typ denken, der weiß es, ja, aber... Ja. Ja, Atomenergie und die zivile Nutzung hat ja dieses Jahr viele beschäftigt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Iran. Aber es gibt auch die andere Seite davon, was macht man mit dem alten Atomkram, die Atomwaffen, die abgerüstet werden sollen. Da gibt es also Spezialfirmen, die da praktisch dann dafür zuständig sind. Und in Amerika gibt es eine solche Firma, wie ist die Pentex? Pentex. Ja, und da gab es dieses Jahr also eine schöne Meldung, wir haben da ein paar Fotos rausgesucht, dass die genau wie andere Firmen im Hightech-Sektor und im Recycling-Sektor unter großem Preisdruck stehen und also die Leute da Überstunden haben schieben lassen. Und besonders beim Zerlegen von Atomsprengköpfen, also wäre ich nicht direkt drauf gekommen, aber man sieht in der Wirtschaft, da geht noch einiges. Und was dann also passiert ist, dass ihnen da fast eine Bombe um die Ohren geflogen wäre. Und das war also so schlimm, dass das zuständige Regulierungsministerium eine Strafe in Höhe von $110,000 verhängt hat. Für eine fast durchgeführte 2 Megatonnen Nuklearexplosion. Ja, die haben die Leute da, glaube ich, 70 Stunden die Woche arbeiten lassen und dann haben sie halt einfach ein bisschen zu viel Druck drauf gegeben. Also das war echt Sweatshop, das klang wie alles mexikanische illegale Einwanderer so von der Beschreibung. Zurück zur Bundeswehr. Die kann endlich wieder mitspielen. Die hat jetzt einen Spionagesatelliten, der 50 cm Radarauflösung weltweit macht. Da kommen noch 4 dazu. Aus irgendeinem Grund haben sie den mit den Russen gestartet. Ich weiß nicht, ob es da einen Deal gibt oder was auch immer. Was ja eigentlich bemerkenswert ist, wenn man drüber nachdenkt. Wir bauen einen Spionagesatelliten, mit dem wir dann vielleicht die Russen abhören wollen und launchen den nicht mit unserem Ariane-System, sondern bei den Russen. Ja, wahrscheinlich war es billiger, aber ich meine, es gibt manchmal Sachen, die da Priorität haben, oder? Ja. Gut, also es gibt da eine Kooperation offenbar, anders lässt sich das ja wohl nicht erklären.
Und naja. Und interessant ist, dass sozusagen Deutschland jetzt auf dem internationalen Markt für, also zwischen den Geheimdiensten, für Imaging halt mitspielt, weil diese Kapazität hat dann erstmal soweit so lange kein anderer. Also einen halben Meter Radarauflösung geht halt auch durch Wolken durch, man kann damit eine Menge sehen. Ist, glaube ich, soweit ich weiß, erstmal weltweit unique. Ja, also wir freuen uns auch immer, wenn wir über Diplomaten berichten können, weil die eben kultiviert auftreten, sich ausdrücken können und auch wenn es zu Amokläufen kommt, dann gibt es eben schon mal im gehobenen Dienstgrad und bei Diplomaten die Fälle, dass dann eben nicht eine Schusswaffe benutzt wird, sondern in diesem Fall war es ein Richter in Paris, der sich ein Schwert genommen hat von den Templern. Nee, Freimaurern. Freimaurer, Entschuldigung. Genau. Also ein Freimaurer-Zeremonisches Schwert. Ein Freimaurerschwert, genau. Genau, ein zeremonisches Freimaurerschwert und damit so einen kleinen Amoklauf versucht hat, aber wohl zu. Also es ist relativ schnell aufgehalten worden, was man sich, es gibt ja so das geflügelte Wort, Messer auf einen Gunfight mitbringen, das war also hier genau der Fall. Genau. Aber ich meine, immerhin eine sehr stylische Wahl der Amoklauf. Ja, also ne? In der B-Note durchaus erwähnenswert. Ja. So, also wir verfolgen auch gerne Israel. Nun ist da so viel passiert, was eigentlich, muss man nicht weiter zusammenfassen, aber eine Sache ist auffällig. Es gibt da einen kabbalistischen Todesfluch, die Details sind so ein bisschen unklar, es gibt verschiedene Quellen, die sich da widersprechen, das heißt Pulsar den Hura, und der ist also gegen diverse High-Profile-Politiker ausgesprochen über die Jahre, unter anderem eben Rabin, der hat dann noch einen Monat gemacht, und Sharon, der hat 6 Monate gemacht, und jetzt ist einer gegen Olmert ausgesprochen worden, also da sind die Wetten werden noch angenommen. Allerdings muss man dazu sagen, ein nicht genannt werden wollender israelischer Politiker kommentiert es mit dem Ziel, mit den Worten, naja, also wenn man diesen Fluch nicht auf sich liegen hat, dann ist man eigentlich niemand in Israel in der Politik. Ja, das aber man kann sehen, dass das eine populäre Sache ist, da nehmen sich dann auch andere Leute ein Beispiel dran, es kommt also zu Trittbrettfahrer-Sachen, wir haben hier mal ein Beispiel von Pat Robertson. Genau, Pat Robertson hat sich erstmal dadurch hervorgetreten, dass er einem Schoolboard in den USA vorher gesagt hat, dass ihre Stadt vernichtet wird dafür, dass sie die Leute, also die Bibelschwinger da rausgewählt haben und die dann halt nicht mehr... Genau, er hat auch gesagt, New Orleans ist ein Sündenpfuhl und Katrina war also die Rache Gottes. Die Strafe dafür, genau. Genau. Und das war auch der letztes Jahr gesagt hat, man soll auch Chavez umbringen, dann sei das Problem entfernt. Der Mann hat in den USA ein Religions-TV-Sender-Imperium, die haben auch in Deutschland gerade eine Frequenz gekriegt und der hat da irgendwie 50% Marktanteil unter den Fundi-Christen. Genau, und der hat nun sich diesem, also so ganz ökumenisch, hat ja auch gemeint, dass die Schlaganfälle von Sharon, an denen am Schluss gestorben ist, das war die göttliche Vergeltung dafür, dass er Gaza, also sich aus dem Gazastreifen zurückziehen wollte. Es gab dann noch persönliche Involvements, weil der hat versucht, einen Bibel-Theme-Park aufzubauen beim See von Galiläa. Genau, aber das wurde dann halt nichts, da haben die Israelis dann gesagt, genau, geh mal lieber rein. Die Israelis waren erst interessiert, haben ihn eingeladen, aber das hat sich dann relativ schnell geklärt. Genau. Ja, Religion und moderne Wissenschaft, das ist ein Spannungsfeld, in dem es durchaus auch mal zu Konflikten kommt. Wir haben dieses Jahr eine schöne Geschichte gehabt. Ja, und zwar die Mormonen, also wir würden uns natürlich nie über andere Leute Religionen lustig machen, aber da konnten wir nicht dran vorbeigehen. Die Mormonen haben in ihrer Schrift, die ja wortwörtlich zu interpretieren ist, behaupten sie, dass die Indianer Abkömmlinge des geheiligten Volkes Israel sind. Und deswegen, damit haben sie halt unter den Indianern massiv missioniert. Sie haben diverse Millionen Indianer damit missioniert. Nun begab es sich, dass es halt moderne DNA-Forschung gibt. Und man hat so ein paar von diesen Indianern halt auf diesen Internetseiten, wo man so ein Stückchen Haar hinschickt und dann bekommt man so eine hübsche Grafik zurück, wo halt so die Vorfahren herkamen und da zeigten irgendwie keine Pfeile aus dem Mittleren Osten nach Amerika. Da war irgendwie ein fieser Discordianer hat das prüfen lassen. Genau. Und nun haben sie da halt so ein Problem, weil sie können halt, ja, also ich meine, ihr Buch ändern geht nicht, so, und naja. Der Mann ist auch inzwischen verstorben, auf den das zurückgeht. Genau, oder? Also ist halt alles ein bisschen blöd so, und nein, die haben überlegt, vielleicht könnten wir ihnen empfehlen, sie sollten einfach ihr Buch umbenennen, das würde irgendwie die Sache deutlich, deutlich erleichtern. Ja, also wir beobachten auch immer ganz gern die Geheimdienste dabei, wie sie uns beobachten. Und in Italien gab es dieses Jahr wunderbare Skandale mit Geheimdiensten. Wir wollen da nur eine Sache herauspicken. Und zwar sind da CIA-Agenten enttarnt worden, weil sie mit ihrer privaten Bonusmeilenkarte, die
getarnten Reisen abgerechnet haben unter Tarnnamen. Und da muss man sich schon überlegen, da gehört schon. Da gehört schon eine besondere Schutzpe dafür, dass man sowas durchzieht. Ja, bei der Gelegenheit wurden in Italien auch noch drei Geheimdienstchefs ausgetauscht, nachdem der vierte irgendwie von einer Brücke gefahren ist, wurde, wie auch immer. Ja, wir haben diesmal leider keine Zeit für eine umfangreiche Personalienabteilung, wir erwähnen sowas dann nur am Rand. Genau. Aber nicht nur Personal verschwindet, es kommt auch gelegentlich zu Inventurdifferenzen bei Hardware. Das kennt wahrscheinlich jeder, der mit PC-Hardware zu tun hat. Das gibt es auch bei Waffen. Es gab dieses Jahr eine Waffenlieferung der Amerikaner aus Bosnien in den Irak. Und das handelt sich um 99 Tonnen Kalaschnikows. Und wir hatten so ein gewisses Problem, wie wir es visualisieren. So. Wir haben so ein bisschen nach Bildern gesucht und dann kam es uns. Guns. Lots of guns. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. 99 Tonnen Kalaschnikows, das sind 200.000 Stück. Die Munition, also da gab es auch eine Geschichte zu, dass die Amis versucht haben, eben Geld zu sparen und haben Billigmunition eingekauft. Das ist also nicht nur die Amis, auch die Briten. Wir haben ja letztes Jahr, haben wir uns darüber lustig gemacht, was die da für ein Ratio haben, also wie viele von den verschossenen Kugeln tatsächlich Terroristen treffen. Und da muss man eben auch mal bei der Qualität der Munition ein bisschen runtergehen, in Kauf nehmen. Und dieses Jahr war es eben so, dass die Amis irgendwann angefangen haben, bei den Russen Munition zu kaufen, weil offenbar der Rest schon leer gekauft war. Was wohl zu Erheiterungen bei den Russen geführt haben soll, was man so hört. Ja, wo wir gerade bei Extremsport sind. Wir hatten da so somalische Piraten. Die haben den Darwin Award verdient. Das ist zum Glück auch, also die haben das Feuer eröffnet auf zwei amerikanische Kriegsschiffe. Das Foto ist ein Original, ist tatsächlich. Also das ist nicht irgendwie. Ist nicht gefaked so. So sah das aus. Das war das eine Schiff und das war das andere Schiff und das, was hinter übrig blieb. Ja, wo wir gerade bei sportlichen Höchstleistungen sind. Also es gibt ja auch Denksportdisziplinen, wie zum Beispiel, wenn man Bücher besonders schnell durchlesen will oder Aktenberge. Und ein besonders schönes Beispiel gab es dieses Jahr im JUKOS-Prozess in Russland. Da hat nämlich JUKOS, sollte zu einer gewaltigen Steuernachzahlung verurteilt werden. Und sie haben versucht, sich zu wehren, indem sie in letzter Minute 127.000 Seiten Akten abgegeben haben. Der Richter hat sich damit in sein Hinterzimmer zurückgezogen, kam nach 15 Minuten zurück, bedankte sich. Und er sagte sich für die Akten und meinte, sie haben ihm also geholfen bei der Urteilsfindung, aber hat dann eben seine Strafe verhängt. Er sagte wörtlich, nützliche Literatur. So, jetzt kommen wir zu einer Neuerung in der FNO News Show und zwar einer erweiterten Sportberichterstattung. Wir haben einfach so viel Terror- und Antiterrormaßnahmen in diesem Jahr gehabt, dass wir gesagt haben, das müssen wir zumindest einmal an euch vorbei scrollen lassen. Und wir haben uns gesagt, das ist, wenn wir jetzt einfach Deutschland mit, sagen wir, England vergleichen, das wäre zu klar, wer da gewinnt. Deswegen haben wir gesagt, wenden wir doch historische Parallelen an, wenn auch in diesem Fall aus einem Paralleluniversum. Wir kamen auf 1984 und haben gesagt, wir vergleichen jetzt mal Eurasien und Airstrip One. So, also wir haben ja, erinnert euch 1984 so, es hat nie einen Krieg gegeben, Ozeanien, im Wesentlichen Amerika und England, England, Airstrip One, Europa, Eurasia. Und also es wird jetzt ein bisschen hektisch, aber... Genau, ich erkläre mal kurz die Regeln. Also es geht darum, dass wenn ein Staat eine Antiterrormaßnahme verhängt und die Gegenseite hat eine ähnliche Maßnahme, ist das kein Tor. Ja? Wenn man aber eine Sache verhängt, wo noch kein anderer drauf gekommen ist und es reagiert auch keiner darauf, indem man dasselbe tut, dann ist das ein Tor. Wenn man eine Maßnahme macht, die voll nach hinten losgeht, ist das ein Eigentor. Das haben wir als einen Punktabzug bei sich selbst verrechnet. Und es gab auch ein paar Fouls. Das sind Sachen, die also
offensichtlich Blödsinn war, wo man also unter Drogeneinfluss sein muss, um die Meldung zu glauben. Da haben wir dann einen Foul vergeben, es gab sogar einen Elfmeter. Also wir fangen mal an. Sound. So, eigentlich sollte jetzt hier ein Sound kommen. Ich weiß nicht. Sound. Kommt nichts. Ja, das wäre Stadion-Sound gewesen. Wir haben da ein bisschen, vielleicht kann die Sound noch mal ein bisschen gucken. Also der läuft jetzt jedenfalls. Ja, also, wir fangen an, Ozeanien. Genau, steckt den mal rein. Das war übrigens Deutschland-Argentinien, falls jemand interessiert. Also, wir fingen das Jahr kraftvoll an, indem Schäuble für die WM, also die WM hat dieses Jahr für viele gehalten, Schäuble hat Airbags als Sicherheitsmaßnahme für die WM gefordert. Dem schloss sich dann auch sofort unser Verteidigungsminister Jung an und die NATO erklärte sich dann sogar bereit, diese Airbags zu stellen. Das konnten wir leider nicht werten, weil die Amerikaner im Super Bowl auch Airbags eingesetzt haben. Es gab dann eine Torchance als für die Verschärfung des Zuwanderungsrechts. Das allein reicht aber noch nicht. Aber das erste Tor. Genau, die Verlängerung, das Tor kam für Justiz Leitz zur WM. Wir haben das mal versucht zu visualisieren. Also die Idee war offenbar, dass man da keine langwierigen Verfahren führen muss, sondern es muss schnell gehen. Dann die Briten haben zurückgeschossen. Es gab dann die Idee, dass man die Bilder der Überwachungskameras direkt an die Nachbarn im Stadtteil streamt, damit das schneller geht mit der Erkennung. Ja, und Sarkozy hat einen Gegenangriff versucht, indem er sagte, Bürger sollten als Hilfs-Sheriffs eingesetzt werden, als Spitzel. Damit kam er leider nicht ganz durch. Das Tor gab es dann erst für Eurasia von genau. Dänemark. Dänemark wollte auch mitspielen. Also wir haben einige Zwischenschüsse von kleineren Nationen. Dänemark hat vorgeschlagen, dass man Pädophile einfach gleich zwangskastrieren sollte. Dann die nächste tolle Idee war, dass Europol operative Befugnisse bekommen sollte. FBI hatte schon lange konnten, also kein Tor für vergeben. Beckstein hat dann die GPS-Fußfessel für gefährliche Ausländer verlangt. Aber das konnte England mit einer elektronischen Markierung für Asylbewerber noch kontern. Also hier 0-0 an der Stelle. Und das nächste Tor für Eurasia fiel. Holland hat vorgeschlagen, dass man arbeitslose Jugendliche in leerstehenden Kasernen umerziehen könnte. Also wir haben sofort an ein Bootcamp gedacht. Und genau, wenn man schon dabei ist, da Leute umzutrainieren, dann kam sofort die Forderung auf, die sollen sich direkt auf Holländisch unterhalten, damit man das auch besser überwachen kann. Ein schön vorgetragener Angriff, der dann von Stürmer Schäuble verwandelt wurde. Genau. Der wollte, dass in deutschen Moscheen nur Deutsch gesprochen wird. Ja, neben der WM waren die Terroristen ein großer Triebpunkt in diesem Jahr und da gab es dann auch ein Ex-Verteidigungsminister, der sich zu Wort gemeldet hat. So, wir brauchen jetzt deutsche Atomwaffen und zwar gegen Terroristen. Und wenn man denkt, nur die Deutschen kommen auf so bekloppte Ideen, auch Österreich hat dieses Jahr gefordert, Atomwaffen zu kriegen und auch gegen Terroristen. Und das nächste Tor für Eurasia hat die EU-Kommission erzielt. Wir haben nämlich eine Studie zur Folgenabschätzung der verdachtsunabhängigen Vorratsdatenspeicherung für nicht erforderlich gehalten und das Ganze einfach durchgewunken. Ja, das kann Ozeanien nicht auf sich sitzen lassen. Die haben dann fett nachgeklotzt und zwar hat ein Anwalt von der Bush-Regierung gesagt, der Präsident könne innerhalb Amerikas einfach auch beliebige Leute erschießen lassen. So, der konnte. So einfach geht das bei uns nicht. Bei uns macht das die Bundeswehr. Genau. Und da hat der Herr Wiefelspitz vorgeschlagen, dass wir einfach den Verteidigungsfall aufrufen, damit wir die Bundeswehr im Inland einsetzen können. Und das war auf jeden Fall ein Gegentor. Gegentor. Es bleibt spannend. Wir haben hier einen schönen Steilpass von Belgien. Die haben nämlich vorgeschlagen, dass man zum Abhören Blinde einsetzt. Ja, wer schon mal in England war, der weiß, dass es schwierig ist, da noch mehr Kameras zu verargumentieren, weil es gibt schon so viele, aber eine kreative Idee ist dieses Jahr gekommen, nämlich man soll damit Anschnallsünder finden und deswegen müssen jetzt auch die Straßen alle gepflastert werden mit Kameras. Das war uns ein Tor wert. Ja, ein anderer Trend in diesem Jahr ist, dass wir Integrationstests für Immigranten fordern. Hessen war da vorne dabei, es gab dann auch aus Bayern natürlich Vorschläge und auch die Franzosen. Aber das
Schöne Torwarter Kossi, genau, der festgelegt hat, dass Polizisten nach Festnahmen bezahlt werden. Ein sehr schönes, sauberes Tor von hinten aus dem Strafraum für Ozeanien, der, wo Gefangene mittlerweile Elektroschockgürtel in den Gerichten tragen, damit sie sich benehmen. Und gleich noch ein schöner Anschlusstreffer für Erste One. Genau, es geht um Fingerabdrucksensoren an Pubs. Also selbstverständlich ist der Gedanke, dass man die Trunkenheit am Steuer senkt, weil da so viele arme Kinder bei sterben, besonders nachts, wenn die aus dem Pub nach Hause fahren. Und damit die, also es geht eigentlich darum, dass die nicht immer ihren Ausweis mit sich tragen müssen, denn die Ausweispflicht ist noch nicht so stark in England. Genau. Also daher einfach Fingerabdrucksensoren, das klärt das Problem, ist eine Convenience-Sache, völlig klar. Dann gab es eine Spielunterbrechung. Die Schweiz, die ja nicht zu Eurasia gehört, will den gesamten Internet-Traffic mitschneiden. Die Polizei braucht einen Augenblick, um die Schweizer Fans wieder vom Spielfeld zu verdrängen. Und dann ging es gleich weiter mit einem fetten Treffer für Ozeanien. Genau, das FBI hat vorgeschlagen, dass man Schiffen per Satellit den Motor ausschalten soll. Selbstverständlich, die ganzen Terrorschiffe müssen aufgehalten werden. Und wenn man das schon bei Schiffen macht, dann kann man eigentlich auch gleich die Autos umbauen. Da ist vielleicht mit den Satelliten und den Zielen nicht so einfach. Also sollen die Autos am besten von alleine bremsen, wenn sie merken, dass der Fahrer zu schnell fährt. Ja, auch Überwachen ist ein Trend, dem sich Ozeanien nicht völlig verschließen kann. So hat Texas vorgeschlagen, die Grenze zu Mexiko mit Webcams zu pflastern, damit Freiwillige aus dem Volk nach Illegal Aliens suchen können. Aber Eurasia lässt es nicht auf sich sitzen und kontert mit EU-Robotdrohnen. Genau. Das heißt, die Festung gerade noch vom Torwald gehalten worden. Wir haben jetzt also ab demnächst dann wohl Roboterdrohnen, die unsere Grenzen patrouillieren. Für die Festung Eurasia. Genau, wir haben ja schon länger gesagt, Bonusprogramme haben nicht nur positive Seiten. Das konnte man dieses Jahr an dem Vorschlag in England sehen, dass man das Bonusprogramm nutzt, um für Health Food mehr Bonus zu verteilen. Also da gibt es keine Datenbank, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es geht nur um Bonus. So, und dann haben wir noch unser Dark Horse, ein schöner Angriff von hinten vorgetragen. Genau. Stoiber mit frisch der eingewechselt. Genau, so. Ja, es gab auch Eigentore in diesem Match. Unter anderem gab es eben das Eigentor, das zur WM sich dann herausstellte, dass sie Hooligans einfach als Sicherheitspersonal haben anstellen lassen. Aber Eurasien konnte das ausgleichen, als es um das Auslesen von Passdaten ging. Da hat dann der CDU-Abgeordnete, der im Geheimdienstüberwachungsgremium sitzt, gesagt, wer ein Problem damit hat, dass die Daten ausgelesen werden, der kann ja zu Hause bleiben. Hervorragend. Nicht nur bei uns gab es Eigentore, auch Ozeanien hat da diverse Probleme gehabt dieses Jahr. So sind also Antiterrorpläne der Regierung in einem Rucksack am Straßengraben gefunden worden. Und das US-Außenministerium ist von Hackern so komplett geschreddert worden, dass die ein paar Tage inklusive alle Botschaften offline waren. Das war... So, das war gerade zu dem Zeitpunkt war es eine etwas schwache Phase, da haben sich auch Eurasien nochmal schnell einen kleinen Lapsus geleistet, als dann rauskam, dass bei der Insi-Catcher-Einsätzen in 16 von 19 Fällen die Zielperson überhaupt kein Handy hatte. Und es wurde immer noch so ein bisschen bizarrer gegen Jahresende, da hat dann die Polizei in England vorgeschlagen, man sollte mit Kirchen zusammenarbeiten, um die Verbrechen wegzubeten, denn es ist also völlig klar, unkonventionelle. In schwierigen Zeiten muss man auch auf unkonventionelle Methoden zurückgreifen. Ja, natürlich konnte Eurasien diese schwache Phase nicht so weiter gehen lassen. Wir haben unsere Wunderwaffe eingelöst. Genau, Stürmer Schäuble geht nach vorne und fordert, dass Bahnhöfe abgeriegelt werden und die Bedrohung war noch nie so nah wie heute. Genau. Ja. So, die Amerikaner haben sich dieses Jahr einen Foul geleistet. Und zwar hat Chertoff vom Department of Homeland Security den stärkeren Datenaustausch bezüglich EU-Fluggastdaten damit begründet, dass der stärkere Austausch zu mehr Datenschutz führen würde. Es war nicht allen Beteiligten sofort klar, deswegen gab es kein Tor dafür. Und das nächste Foul waren die Briten, die haben gesagt, sie bauen jetzt eine Datenbank über Kinder auf. Es ging da um Pädophilie, aber man würde da keine Kinder von Promis einpflegen. Wegen dem Risiko und der Sicherheit. Genau. Ja. Wenn gar nichts geht, kommt Beckstein und Beckstein hat also in Deutschland vorgeschlagen, man müsste doch die Terrordatei so erweitern, dass für Islamisten, für die anderen nicht, die Religion festgehalten werden müsse. Jawohl.
Das Problem mit dem Schäuble ist, wenn man den einmal loslässt, dann rennt der und beißt sich fest. Und also er war so richtig am Freidrehen, das war so September, Oktober, und dann hat er vorgeschlagen, man müsste die Gleise mit Hubschraubern überwachen. Das fand ich also die großartigste Forderung dieses Jahres. Das war im Sommer, da hatten wir dann alle irgendwie Hubschrauber vor den Balkons, wo sie dann nach Graffiti-Tätern mit Hubschraubern suchten. Das war die Vorversion davon. Das war noch zur, ja. zur da gab es einen, was war das eigentlich? Da gab es irgendwie ein Gipfeltreffen irgendwie in Berlin. Naja, also jedenfalls Hubschrauber-Einsatz. Hubschrauber-Einsatz. So, und wo wir gerade bei Luftfahrzeugen sind, da hat Ozeanien eine schöne Vorlage gut verwandelt. Genau, es geht nämlich darum, dass die Flugzeuge müssen letztendlich Terroristen sicher werden. Und der Vorschlag von den Briten war, wir nehmen einfach das, womit wir Erfahrung haben, nämlich Abhörkameras. Und der Vorschlag war, Audio- und Videoüberwachung in Flugzeugen zu haben, inklusive der Toiletten. Es gab dann gleich noch eine Ecke, wo Ozeanien... Ein gefährlicher Angriff aus der Ecke, genau. Ein gefährlicher Angriff aus der Ecke, haben die Engländer nämlich angekündigt, sie würden in Kameras Lautsprecher installieren, damit man Kriminelle gleich bei der Tat beschimpfen und eventuell wegjagen kann. Aber... Es gab einen super Konter von Groningen. Groningen installiert jetzt nämlich Mikrofone in die Kameras, die automatisch aggressive Stimmungen erkennen sollen, und damit wurde dieser Angriff abgefälscht. Abgewehrt, aber es war eine knappe Nummer, muss man sagen. Ja, aber die Große Koalition hat nachgelegt. Genau, was tut man mit Sexualstraftätern? Eine Frage, die fragen wir uns alle. Und der schönste Vorschlag dieses Jahres war, man verbietet ihnen das Autofahren. Ja, dann hatte Ozeanien so ein bisschen Pech. In einem Zivilhaus in England wurde halt die größte Menge Sprengstoff, die sie jemals da irgendwo gefunden haben. In einem nicht-militärischen Lager. Die größte Sprengstofffund aller Zeiten in England, in einem Haus von irgendeinem kaputten irgendwie Nationalisten. Da waren Bomben dabei, da waren Minen dabei, da waren Raketenwerfer dabei, da war also unglaublich. Aber das ist so total verschwunden, stand in einem Lokalblättchen und war wieder irgendwie. Er hat ja keinen Turban um. Genau, er war kein Vollbart gehabt. Ja. Ja, Moment. Eurasien hat auch sowas. Kommt gleich. Ja, also die Briten, die haben sich gedacht, womit kennen wir uns noch aus? Mit Radar kennen wir uns auch aus, und das können wir eigentlich gleich mal in Supermärkten einsetzen, an den Einkaufswagen, um Diebstahl zu verhindern. Ja. Und das nächste Tor für Eurasien kam durch die Nutzung von allen Telekommunikationsmediensten für die vorbeugende Straftatenbekämpfung. Leider hat Herr Schönbohm das gleich wieder zunichte gemacht mit einem furchtbaren Eigentor. Ja. Genau, also furchtbar. Schönbohm hat der Polizei die Selbstregulierung in Sachen Geld ausgeben erlaubt. Und daraufhin haben die so viel Geld für Schwachsinn ausgegeben, dass am Ende kein Geld mehr für Benzin da war. Und die Polizei in Brandenburg tatsächlich gesagt hat, sie würden jetzt nur noch in Notfällen ausrücken und man soll mal bitte seine Probleme selber lösen. Und wir hatten uns in Cottbus schon gewundert, warum so wenig Polizei auf den Straßen war, als wir der Wahl beobachten waren. Genau, ja, es gab da noch so einen Foul, und zwar hat die Europäische Union beschlossen, dass sie für die Umsetzung der Data Retention Richtlinien einen Industriemarktführer namens Kaki einsetzen, und die sind vorher dadurch aufgefallen, dass sie für die Amerikaner im Irak die Befragungen durchgeführt haben. Also man sieht, das ist in guten Händen. Ja. Schönwurm hat seinen Patzer von vorhin wieder gut gemacht. Er hat in Brandenburg ein neues Polizeigesetz durchgesetzt, das Handy abhören und Videoüberwachung ohne Anfangsverdacht erlaubt, hat auf Nachfrage zugegeben, dass es in Brandenburg keinen Kriminalitätsschwerpunkt gäbe. Deswegen auch flächendeckend. Ja. Ja, Ozeanien hat dann nachgelegt und hat gesagt, wir können eigentlich den Leuten, also wir geben im Grunde auf, überall Recht und Ordnung zu verbreiten, aber wer in der guten Gegend wohnt, der hat also mehr Recht und Ordnung, und da können wir eigentlich auch mehr Steuern nehmen. Es gab dann da ein paar Diskussionen darüber, was man mit Sexualstraftätern tut. Das ist ja auch so ein roter Faden neben Terror und Pädophilen. Und da kam dann also der Vorschlag, dass man den Mikrochips implantiert, damit man sie orten kann. Klarer Fall von einem Tor für Ozeanien an der Stelle. Und als dann die liberalen Hippies verkündet haben, dass es ja vielleicht eine Erziehungsfrage sein könnte und dass man die nicht wegsperren, sondern erziehen sollte, kam dann die Idee, dass man die Eltern dazu zwingen sollte, ihren Kindern Kinderreime vorzusingen. Und wenn Eltern dabei erwischt werden, wie sie dagegen verstoßen, dann ist eine Zwangsschulung geplant, wo den Eltern dann gezeigt wird, wie man das macht. Applaus
Genau, bei Airstrip One stellt sich ja sowieso die Frage, wo können wir noch mehr Kameras unterbringen, denn das ist eigentlich schon überall eine. Und die Idee, die also nahe lag, ist, dass man die einfach auf die Polizeihelme montiert. Ja. Also wenn wir hier mehr als ein Tor hätten vergeben können, wir hätten es getan. Die Briten haben tatsächlich vorgeschlagen, eine Art Precog-Datenbank aufzubauen, wo sie die Leute, von denen sie glauben, dass sie in Zukunft vielleicht Mörder werden könnten, dass man da gleich mal alles speichert, was man kriegt. Ja, da wollten wir mit der Vorbereitung aufhören. Es war Anfang Dezember, aber unentschieden. Wir mussten verlängern. Deswegen kommen jetzt noch mal ein paar Meldungen aus dem Dezember. Und da kam es hart auf hart. Es ging also los damit, dass der Verfassungsschutz in Deutschland beschlossen hat, dass man eigentlich aus unter Folter entstandene Geständnisse durchaus nutzen sollte. Wohlgemerkt Geständnisse, nicht Aussagen. So, jeder Bürger in Deutschland bekommt zukünftig ein eindeutiges Identifikationsmerkmal. Ganz klar, Bürokratieabbau, genau. Das wurde vorgeschlagen vom Finanzamt. So, und ein besonders schönes Tor hat die Staatsanwaltschaft München, also sozusagen, eigentlich genau. Müsste man es auch fast als zwei Tore werten, weil sie haben es geschafft, im Masi-Fall die Kommunikation zwischen einem Anwalt und einem Journalisten, die beides geschützte Berufsgruppen sind, abzuhören. Genau, also ich habe mich gefragt... Also ich würde sagen, die hätten einfach eine Telefonkonferenz mit einem Priester machen sollen, dann wäre das was ganz anderes gewesen. Ja. So, wir hatten am Anfang des Jahres auf eurasischer Seite einen Sprachtest für Immigranten. Dem konnten sich dann die Ozeanier ja auch im Dezember nicht verschließen, haben dann auch einen Sprachtest gefordert für Immigranten. Und wenn man da schon am Datenbank aufbauen ist, dann kann man eigentlich auch von allen Einwanderern, denn die können sich nicht wehren, erstmal die DNA nehmen, die Neugeborenen, das liegt nahe, die sind ja schon im Krankenhaus an der Stelle und die Toten, die werden auch nichts mehr dagegen haben. Schweres Foul. Ein besonders schweres Foul war der niedersächsische Innenminister. Ja, das ist der niedersächsische Innenminister. Mit dem Schützenverein und arbeitet gerade hart daran. Genau. Die Kriegsspiele sind schuld, denn wir wissen ja alle, nicht Waffen und Munition töten, sondern Killerspiele töten. Genau. Und es gab... Musste das Spiel nochmal kurz unterbrochen werden. Genau, es gab Hooligan-Brigaden aus der israelischen Richtung, denn das oberste Gericht Israels hat beschlossen, dass gezielte Tötungen eigentlich nicht grundsätzlich abzulehnen sind, solange man eben nicht die Falschen umbringt. Ja, dann gab es nochmal ein schweres Foul, schweres Eigentor bei den Ozeaniern. Da gab es nämlich diesen Fall mit den Flüssigkeiten und den Bomben in Flugzeugen. Ihr erinnert euch vielleicht, da haben wir uns schon an anderer Stelle über lustig gemacht. Ja, nun kann ein pakistanischer Richter, der also in dem Fall zuständig war, herausgefunden, dass es überhaupt keine Beweise dafür gibt, dass sie da Flüssigsprengstoff in Flugzeugen hatten. Und die höchste Anklage, die jetzt noch erhoben werden kann gegen die Leute, ist Urkundenfälschung. Ja, und Schönbohm hat sich dann doch nochmal zusammengerissen, ist nach vorne gerannt, hat noch ein Tor gemacht. Brandenburgische Polizeigesetz erlaubt auch die präventive Wohnüberwachung bei Gefahrenverzug ohne richterliche Genehmigung. Imsi-Catcher dürfen eingesetzt werden, auch ohne richterliche Genehmigung. Ja, das mit den Richtern, die sind völlig überlastet. Ihr habt genau. Das vielleicht gehört mit dieser Schweizer Firma und den Copyright-Sachen. Da musste was getan werden. So, dann kam die Gegenoffensive von Ozeanien. Genau, und zwar gibt es jetzt ein Zensurfilter für die US Geological Service. Und fragt man sich, was tun die eigentlich? Ja, die bringen sowas wie Karten raus und die machen Vermessungen. Und aus den Vermessungen geht gelegentlich hervor, dass die Erde älter als 6000 Jahre ist. Und da hat die Bush-Regierung jetzt interveniert, denn das ist eine Sache, das ist nicht Aufgabe vom US Geological Survey, solche Sachen bekannt zu geben, deswegen werden die jetzt zensiert. Es gab dann nochmal ein krasses Foul von Blair. Es gab nämlich eine wunderbare Korruption zwischen BAE, ist ein riesiger Waffenlieferkonzern in England, ein Multinational, aber hauptsächlich England, und den Saudis. Und die haben offenbar die Saudis schön geschmiert und die Saudis waren da auch alles andere als unglücklich mit. Deswegen, als das jetzt an die Öffentlichkeit kam, kam also sowohl von BAE, die also sehr viele Arbeitsplätze in England haben, wichtiger Industriezweig, und den Saudis so ein bisschen die Bemühungen, das zu stoppen. Und das Problem ist, dass der Blair kann nicht einfach sagen, dass da hinten wird jetzt gestoppt, sondern er muss das begründen und er hat nicht viele Sachen in der Hand, mit denen er das begründen kann. Er hat sich also für National Interests entschieden. Ja, dann gab es noch ein böses Foul in Bayern, wo ein Niederbayer mit einer 10 cm Granatkartusche voller Schwarzpulver am Flughafen auflief, im Handgepäck. Aber da es sich halt um einen Niederbayern handelte, wiederum kein Turbanträger, war offensichtlich nur ein harmloser Bastler und wurde freigelassen. Genau. Also ich weiß nicht, ob der Hut wirklich niederbayerisch ist, die Bayern mögen mir verzeihen. Ja, also.
Ja, es gab da noch ein Foul, ein Dribbling-Problem bei den Ozeaniern, als dann herauskam, dass die Antiterroreinheiten der USA sich gegenseitig behindert haben. Und zwar ging es da also durchaus darum, wer jetzt die Beweisstücke wegträgt. Und dann haben die sich auch gegenseitig nicht Einblick gewähren wollen. Und also ganz krude Angelegenheit. Ja, Sex-Offender, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen. Nun, wo zieht man die Linie? Die ist dieses Jahr also neu gezogen worden das war, glaube ich, England. Ja. Führt jetzt Unterwäschediebstahl zur Aufnahme in die Sex-Offender-Datenbank. Und die, die dann in Deutschland nicht Auto fahren dürfen. Und die Bundeswehr wird zukünftig dann auch verdächtige Menschenansammlungen im Sinne des Herrn Diepelspitz mit Flugrobotern beobachten, weil man muss die Technik ja auch für sich einsetzen, wenn man sie hat. Genau. Und der Todesstoß am Ende des Jahres kam von Schäuble. Stürmer Schäuble vor Polizeikontrollen auf heimischen PCs. Das war der Abschlusstreffer für dieses Jahr. Und damit steht es, Sound aus, 11:15. 11:15 für Eurasien. Ja, es gab da noch ein lustiges Interview, was der Bush, der Bild am Sonntag, was, glaube ich, gewährt hat. Da haben sie ihn gefragt, was denn sein persönlicher Höhepunkt für seine Präsidentschaft war. Und er sagte, er hat diesen einen Barsch gefangen. Und wir haben ein bisschen gegoogelt, ob wir davon ein Foto finden. Das ist also, wir wissen jetzt nicht, ob das das Original ist, aber das würde wahrscheinlich, sowas würde er wahrscheinlich gemeint haben. Ja. Ja, und vielleicht haben wir ja Glück bis zur nächsten Nord News Blick. Vielen Dank.